Gehört das Umkleiden eigentlich mit zur Arbeitszeit? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Simone Singer, ich bin Referentin bei der WAF. Ja, und das war wirklich mal ein interessantes Urteil, was das Bundesarbeitsgericht 2009 veröffentlicht hat. Stellen Sie sich mal vor, da ist ein Unternehmen, das betreibt bundesweit Einrichtungshäuser und dieses Unternehmen zankt mit dem Betriebsrat über die Mitbestimmung bei der Arbeitszeit. Anlass dafür ist, dass das Unternehmen den Mitarbeitern mitgeteilt hat, sie dürften sich erst nach dem Umziehen morgens einstempeln und sie müssten sich vorm Umkleiden am Abend ausstempeln. Der Betriebsrat sagt, Moment mal, hier sind die Mitbestimmungsrechte bei der Festlegung der Arbeitszeit verletzt und schließlich landen die beiden vom Arbeitsgericht. Ja, damit galt es eine Frage zu klären, die Gemüter von jeher bewegt hat, nämlich gehört das Umziehen eigentlich zur Arbeitszeit? Und dazu sagt das Bundesarbeitsgericht, ja, das kommt drauf an. Eine Arbeit liegt nämlich immer dann vor, wenn ein fremdes Bedürfnis gestillt wird. Also musste man sich die Frage stellen, ob im konkreten Fall das An- und Ablegen der Dienstkleidung einem fremden Bedürfnis des Arbeitgebers gerecht wird oder eine persönliche Arbeitsvorbereitung des Mitarbeiters sei, dann wäre es keine Arbeitszeit. Ja, und dazu hat das BAG sich die Arbeitskleidung dieser Mitarbeiter eines schwedischen Möbelhauses mal etwas genauer angesehen und hat festgestellt, dass die mutige Farbkombination Blau-Gelb, die eindeutig auf das Herkunftsland dieses Einrichtungshauses hinwies, jetzt nicht unbedingt eine Farbkombination ist, die man in der Freizeit freiwillig trägt. Außerdem hat das BAG gewürdigt, dass auf der Arbeitskleidung, die im Übrigen genau festgelegt war über eine Gesamtbetriebsvereinbarung, also Shirt, Weste, Jacke, Hose und so weiter, dass an allen möglichen Stellen dieser Arbeitskleidung in großen Lettern der Name des Unternehmens prangte. Und damit sagte das Bundesarbeitsgericht, naja, damit befindet sich ja quasi der Mitarbeiter, der auf dem Weg zur Arbeit ist und der aufgrund seiner blau-gelben Arbeitskleidung unzweifelhaft als Mitarbeiter dieses Möbelhauses zugeordnet werden kann, quasi in der Position einer wandelnden Litfaßsäule. Der erhöht ja den Bekanntheitsgrad des Arbeitgebers und übt quasi für den Arbeitgeber Werbung aus. Aber warum sollte denn der Arbeitnehmer daran ein eigenes Interesse haben? Hier wird er doch ganz offensichtlich dem Bedürfnis seines Arbeitgebers gerecht. Ja, und bei einer so nur fremdnützigen Tätigkeit hat das BAG dann entschieden, dann ist das Umkleiden auch Arbeitszeit. Ja, und damit war klar, dass die Frage des An- und Umkleidens auch mit in die Mitbestimmung des Betriebsrates über 87 Absatz 1 Nummer 2 gehört. Wenn die Situation in Ihrem Betrieb ähnlich ist, wenn also Ihre Kollegen bei der Arbeit Uniformen zu tragen haben, die es ermöglichen, sie unzweifelhaft Ihrem Unternehmen zuzuordnen, weil zum Beispiel der Name Ihres Unternehmens in großen Lettern auf dem Rücken, auf dem Gesäß, am Arm oder sonst wo prangt, dann haben auch Sie als Betriebsrat über die Frage, wann zieht sich der Mitarbeiter um, mitzubestimmen. So viel dazu. Ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen gefallen und ich freue mich sehr auf Ihr Like oder wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Und bis dahin sage ich, bis bald, Ihre Simone Singer. Tschüss!